Haben wir jetzt schon aufgeräumt. Es regnet ohne Ende. Okay, Achilles heißt der also. Schnell da rein. Können wir einfach rein, oder wie? Jo, hier ist die Tür einfach offen. Warte, ich esse noch eben kurz hier so ein Teil hier. Irgendwie gerade Hunger. So. Toller Stuhl. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Auf dem Map stand, der heißt Connor. Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Ich glaube, da weiß es nicht. Und doch, ja, nein. Bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Oh yes, dann erfahren wir erstmal alles von unserem Vorfahren. Ach komm schon, ich hätte die Geschichte jetzt gerne mitgehört eigentlich. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Okay. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Warum neue E-Mail erhalten. Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Ja, komm. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Lauf gegen die Wand, Mann. Oder hier lang. Öffne den Geheimgang. Ich hab eigentlich eher gedacht, lauf gegen die Wand. Wäre irgendwie lustiger gewesen. Mann, ey. Kann der ruhig einen Gang zulegen. Auch wenn er jetzt schon etwas älter ist. Oh, ich glaube, da kriegen wir unsere Assassinenrüstung.
Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Wer ist denn dieser Achilles? Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Was macht er denn da mit seinen Dingern? Ach so, okay. Du bist nur ein Staubkorn. Ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Und woher weiß Achilles, dass das mein Vater ist? Okay. Die Templer kennen wir ja schon. Zufällig haben wir den Boss der Templer gespielt. Ich glaube, das erste Assassin's Creed, in dem man einen Templer spielt. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es zwei Lektionen für den Geist: Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer, ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten, von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Okay. Dann mal auf zum nächsten Quest, würde ich sagen. Mission starten. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen?
Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Okay. Dann helfen wir dir mal, sein Haus herzurichten. Jetzt rennen wir erstmal wieder planlos rum. Nehmen wir jetzt 6 Monate älter sind, schon wieder. Wir haben schon von seinem Leben jetzt schon 9,5 Monate erlebt. 9,5 Jahre. Ich glaube, es ist nicht so schlau, mit Indianerkleidung in der Stadt rumzulaufen. Ah, Boston, die Stadt kennen wir doch. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Du hättest ihm vorher Kleidung geben sollen, Mann. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen. Und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Okay. Es gibt so viel Leben. Ja, cool, und es war ein Stück Papier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Herausforderung der Diebe, eine Leiche plündern. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Oh, ich glaube, das endet nicht gut, ja, irgendwie. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Okay, was ist denn das? Wer ist denn der Feiner? Das ist nicht wahr. So, ich denke. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Finde ich gut. Also gut, fort mit dir. Und kauf dir vernünftige Kleidung. Okay. Warum kriegen wir so viele Herausforderungen? Aber zuerst folgen wir dem Papier. Unter. Komm. Das Papier will ich haben. Ja. Och, jetzt müssen wir wieder alle sammeln. Was ein Scheiß. Okay, in den Shop müssen wir also rein. Interagieren. Jetzt haben wir wieder keine einzige Seite. Wo ist, habe ich den gesammelten Tyson?
verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Wie der sich freut, ey. Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Am State House, also. Na, ich sollte aufhören, die ganze Zeit hier zu naschen, ey. Okay, was jetzt zu Achilles zurückkehren? Und ihm sagen, dass wir nicht alles kriegen. Ich sollte zurück zu Achilles. Denke ich mal. Wer sitzt im Parlament für Boston? Für New York? Für Virginia? 5. März 1770. Wir haben genug. Was ist denn hier los? Pöbel und Gesocks, kommt mit mir! Okay, werden wir sehr wahrscheinlich spätestens jetzt verstehen. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir! Komm, wir zeigen den Rotleuten, was eine Harke ist. Oh Scheiße, was passiert hier? Wir zeigen's denen! Am Zollhaus ist was los! Warum kämpfen die alle gegen die? Ich will das verstehen. Nieder mit den Unterdrückern! Genau. Welche Unterdrücker? Und da vorne scheint ein Protest zu sein am, ich würde sagen, Rathaus oder was auch immer. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Ey! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Was denn? Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Zieht mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Was ist das?